Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zur nächsten Folge von Production Lines auf meinem Kanal. Eine neue Aufnahme und das... Ich habe auf einmal gestellt und das flackert hier ja rum wie nix. Ja, es flackert hier, keinen Lagerplatz hat der und so weiter und so fort. Es beginnt sich hier zu stauen und wir müssen was machen, unbedingt. Denn je mehr Autos wir rauskriegen, desto besser natürlich. So, und das Problem liegt, ich gehe lieber so, dann seht ihr das besser, liegt zum Beispiel hier bei der Frontscheibenmontage. Die Klimaanlage geht dann eigentlich, aber der Innenraum ist hier auch sehr knapp. Und ja, da geht es einfach nicht mehr weiter, weil beim Innenraum gerade da kamen halt mit Upgrades auch noch ein paar Dinge dazu. Und es geht so nicht mehr weiter. Und wir haben hier auch den Bauplatz mehr oder weniger aufgebraucht. Und ich hätte jetzt einen neuen Vorschlag. Ich habe mir überlegt, was kann man denn da noch so machen? Wir könnten zum Beispiel diese Halle hier nehmen. Und hier eine Abzweigung machen irgendwo. Da rein. Und da das Ganze von da drüben nochmals aufbauen. Ja, das könnten wir machen. Und das machen wir, glaube ich, auch. Ich expandiere hier mal. Wir haben da einen Ausgang. Und wir haben da unten sonst noch einen Ausgang. Da ist ein Ausgang. Ja, sonst hat es keinen Ausgang. Kommt, den nehmen wir auch gleich dazu. Den Platz. So, und für heute werden wir doch einmal hier das Planungs... System verwenden, damit wir das auch mal sehen, wie das so funktioniert. So, und da will ich jetzt einfach mal hingehen. Hört mit dem Versand auf. Obwohl der da ein bisschen blöd ist. Hier ist ein Platz und hier ist ein Platz. Andererseits, ich möchte nicht so breit bauen wie hier. Auf keinen Fall. Es soll nicht so breit sein, sonst hast du zu viel. Eine oder zwei Breiten reichen da aus. Also komm, machen wir das so. Die Büroarbeit gleich dahinter. Und dann haben wir da die Qualitätssicherung. Da ist die Nachbesserung. So, die setzen wir da gleich doppelt ineinander. So. Dann haben wir eine Abgasuntersuchung. Kommt noch eins. Ein Platz dazwischen. Funktionskontrolle. Visueller Check. So. Es soll einfach eine Hilfe sein, dass es besser läuft. Auf der anderen Seite. Dann haben wir die Computermontage. Elektronische Komponenten. Und dann kommen wir schon zum Zubehör hier. Bedienelemente. Innenraum. Wir bauen einfach mal für jedem etwas. Klimaanlage. Frontscheibe. Sitz. Und jetzt muss ich schauen, wo ich hier drüben bin. Da ist ja Scheinwerfer. Und da ist Hupen, Sitz. So, und im Übrigen müssten wir hier auf jeden Fall das da weg. Und das da weg. Und das da auch. So, denn die Energie holen wir gleich noch nach. Kein Ding. Das kommt noch. So, dann gehen wir auf Entwürfe. Dann haben wir Hupe. Mach mal hier hin. Und dann kommt da schon die Scheinwerfermontage. Ja, wenn ich will, kann ich das gleich hier dran setzen. Dann haben wir das gut dargestellt, sage ich mal. So, Förderbänder geht ja nicht. Dann baue ich doch dadurch mal ein Band. Mal schauen, ob das geht. Ne. Ach Gott, sehr schön. Wir machen es also nochmal. So. Ah, und hier kann man dann bauen, kaufen, löschen. Ja, und das löscht automatisch. Schön, habe ich nicht gewusst. Tut mir leid. Also, und jetzt kann ich es auch nicht mehr setzen. Sehr schön. Also das Tool könnte noch ein bisschen besser sein. So, darüber haben wir aber schon mal gesprochen. Weil man eigentlich diese Conveyor, die gehören ja auch dazu, theoretisch auch kaufen müsste. Also, oder können. Man müsste die auch kaufen können. So, und ich weiß jetzt, ist es jetzt so oder so? Danke, dass du mir sagst. Marketingkampagne beendet. Wir warten ein kurzes Stückchen. Ja, anscheinend ist es so.
So, gleich dran, haben wir gesagt. Also, Büroarbeit, dann nochmals. Mängel, Nachbesserung, hänge ich jetzt gleich hier an. Da hätte ich Shift drücken können, so. Dann haben wir da Abgas. Funktionskontrolle. Visueller Check. So, hätten wir das. Computer. Elektronische Komponenten. So, hätten wir das. Bedienelemente. Innenraum. So. Klimaanlage. Frontscheibe. Sitz. Hupen. Scheinwerfer. So. Ist jetzt ein bisschen knapper gemacht. Hat aber überall Platz, um einmal rauszufahren. Also, oder fast überall. Wir können es immer mal noch umbauen. So. Und jetzt habe ich da den Entwurf. Und jetzt kann ich sagen, Entwürfe kaufen auf einmal. Ah, und dann gibt er mir auch an, was es kostet. Fast nix. Und dann haben wir das hier gekauft. Okay. So funktioniert das. Ich muss ganz ehrlich sagen, im aktuellen Zustand, ja, weiß ich nicht, ob ich das groß brauchen würde. Da ist mir der Bau so noch ein bisschen angenehmer. Gerade wenn es so Dinge wie da nicht erkennt, dann ist das natürlich doppelt blöd. So. Und jetzt bräuchten wir da noch Importer. Natürlich Typ 2. Einmal da. Da hat es noch einen Slot. Da einen Slot. Ja, dann reicht es, glaube ich, dann auch. So, vor allem, wir brauchen gar nicht so viele Dinge hier. So. Aber hier ist genau keiner, natürlich. Das war ja klar. Wir könnten den aber da anschließen. Und dann kann ich die hier so zusammennehmen. So, dann sind die angeschlossen und da... Ah, da habe ich ja einen gesetzt. So. Und was jetzt natürlich noch fehlt, sind überall die schönen Upgrades rein. Gerade da, wo dann die Minutenanzahl hoch ist, machen wir auch noch, ja gerade hier zum Beispiel wahrscheinlich, genau, auch die Roboter-Upgrades rein. Das soll jetzt nicht effizient groß sein hier, es soll einfach den Zweck haben, ganz einfach das da drüben ein bisschen zu entlasten. Das ist der einzige Zweck. Da haben wir noch was Unerforschtes zum Beispiel. So, hier gibt es auch noch, damit es schneller geht und dann wäre es soweit. So, drück wieder auf Play. Wieso importiert der nichts hier? Brauchen die nichts oder wie? Habe ich ja einen gesetzt, oder? Ja, schauen wir mal, wenn da die Autos kommen, was dann passiert. Gut. Wir haben ja hier die Lenksäulenmontage und als nächstes kommt da unten ja die Scheinwerfermontage. Jetzt gehen wir da hin und machen da einfach einen Durchgang rüber. So. Und dann fahren die da mal schön weg. Und als Folge davon werden jetzt alle Autos, die hier durchgehen, werden hier nach hinten gepusht. Also bis da natürlich voll ist. Das kommt natürlich dazu. So, und da fehlen schon das erste Mal Ressourcen. Und der Weg ist halt hier sehr weit. Also ich mache das mal zusammen hier. Das ist, glaube ich, da das Beste. Aber der scheint irgendwie sowieso nicht zu funktionieren hier. Also das ist speziell. Ich schalte mal die Zeit hoch. Da kann ja nichts. Jetzt funktioniert er auch da. So, und jetzt wird spannend. Ah, da gibt es Dinge, die gewisse Autos nicht haben. Kann natürlich sein.
Wir könnten natürlich hier hinten zum Beispiel die teuren Autos hinführen oder die günstigen. Wir könnten das ja trennen, dass das so gesehen, ja, eine Erleichterung gibt. Aber ihr seht nur schon diesen Effekt hier. Sofort ist da oben mal leer. Und wir können daran starten, hier abzubauen. Und das Ganze startet auch hier hinten ein bisschen abzubauen. Ich würde das aber schon so belassen, weil ihr seht, da drüben geht es deutlich schneller voran als hier. Also das ist natürlich da eine dreifache Stärke wie hier. Ganz klar. Aber es macht was und es hat so viel geholfen. Natürlich ist ja auch ein Abstellgleis, ganz klar. Aber ansonsten hat es so viel geholfen, dass hier schon mal das Ganze schneller vorangeht. Und ich denke, wenn ich das jetzt ausbauen will, muss ich eine zweite Linie daneben machen. Hier gehen die zwar recht schnell durch, aber da oben bringt das nicht viel, glaube ich. Und gerade wenn das Auto dann, wie das da, ein Luxusmodell ist, Hybrid noch, dann wird sowieso sehr viel eingebaut. Und dann fehlt sowieso alles. Aber wenn sie einmal bestellt haben, dann haben sie natürlich auch gewisse Dinge dann an Lager. So. Limousine Mittel scheint zu günstig zu sein. Schauen wir mal schnell. Da können wir schon ein bisschen hochgehen da. Aber die da unten haben schon dementsprechend zu wenig zu tun. Also, dann versuchen wir was. Den brechen wir mal ab. Wir gehen dahin und haben da die Scheinwerfermontage. Hupen. Sitz. Frontscheibe. Klimaanlage 2 Minuten, 4 Minuten. 1 Minute 40, 2 Minuten 47. Ja, ich lass mal so. Dann hier rüber. Und dann hier einmal das anschließen. Alle Upgrades kaufen, das kennen wir ja bis jetzt. Es kommt eh das falsche Zeug. So. Und da ebenfalls. Und dann geht es dann noch eine Reihe nach vorne. Es wird sich dann hier stauen, nehme ich an. Sobald da mal die Ressourcen da sind. Armaturenbrett aus Holz hat die Konkurrenz erforscht. Haben wir schon Weilchen. Oder es staut sich natürlich hier unten. Wenn da Mängel vorhanden sind. Ja, hier. Aber wenn es keine gibt, dann gehen natürlich auch einfach durch. Weniger Fahrzeuge in der Luxusklasse. Also, ja, sieht jetzt nicht so aus, ehrlich gesagt. Wir haben ja gerade, es führt gerade keine Aktion. Es sind nur Kunden im Verkaufsraum. Und wir haben 186. Also das ist keine schlechte Zahl, glaube ich. Pollenfilter haben sie erforscht. Da müssen wir natürlich handeln. Es gibt bald nichts mehr, was unsere Autos noch verbessern können. Also es ist schon gut, haben wir da uns gut positioniert und verkaufen aktuell jedes Auto. Und da ist es natürlich schon von Vorteil, wenn wir da die teuren ein bisschen öfter produzieren, weil wir an denen auch ganz einfach mehr verdienen. Also es ist ganz einfach so. So, hier Pollenfilter, alles drin. So, bevor ihr euch beschwert, bauen wir hier unten bei unserem Strom nochmals eine große Kraftwerk. Hallo, ich habe schief gedrückt. Ja, das war glaube ich Control. Ja. So. Mit 4 Upgrades sollte es dann wieder passen. Genau, haben wir 4000 mehr aktuell. Gerade so. Es wird nicht lange gehen, bis wir da wieder erweitern. So, der importiert ganz viel, der nicht so. Es ist gerade blöd, dass hier keine Importer sind in diesem Bereich. Das ist ein bisschen blöd tatsächlich. So, aber ihr seht, der Rückstand hier hat sich locker abgebaut. Jetzt haben wir andere Probleme.
Und ich bin überzeugt, dass sich der hier auch noch abbauen wird. Es dauert nur ein Weilchen. So, die Zeit lassen wir laufen, denn ich bin sehr daran interessiert, noch diese beiden Achievements diesmal zu schaffen. Wir haben da 65 und 33%. Dieses hier möchte ich auch noch schaffen. Das sind 500 Elektroautos in einem einzigen Spiel. Wir haben bis jetzt noch keines. Das bin ich mir auch bewusst. Wir sind aber daran, gerade der superschnelle Elektroantrieb zu erforschen. Und sobald wir dann da alles bereit haben, also wir haben wahrscheinlich schon alles bereit, werden wir dann Elektromodelle hinzufügen. Wahrscheinlich in der nächsten Folge. Nehme ich mal so an. Könnte es da soweit sein. So, und wenn dann natürlich nicht voll Autos kommen, dann reicht das da unten locker aus. Ja, der Verkaufsraum geht dementsprechend sehr schnell weg. Ich würde dann hier hingehen und würde bei den Luxusmodellen hier eins höher gehen. Eins höher. Pontier auch eins höher. Wir können immer noch wieder runtergehen. Also die verkaufen sich ja dann sowieso. Auch hier eins höher. Da. So, es hat ganz einfach den Grund, dass da der Absatz viel höher ist. Also ihr seht ja, was wir jeweils daran verdienen. So. So, die Konkurrenz hat da schon wieder das Holz erforscht. Das ist jetzt sogar in der Oberklasse schon, schon erwartet. Das hätte ich nicht gedacht, dass es so schnell geht mit dem Holz. So. Führt natürlich dazu, dass wir alte Autos haben dann. Aber das Holz ist ja relativ am Schluss. So. Antriebsmontage können wir jetzt den superschnellen Elektroantrieb machen. Möchte ich mal so belassen. Wir machen wieder neue Modelle. Dann haben wir Hybridmodelle. Und wir haben Elektromodelle. Und wir haben normale. Und wenn dann normales sowieso outdated ist, können wir die immer noch nicht mehr produzieren. Das ist dann immer noch möglich. Limousine im Mittel scheint so günstig. So, jetzt ist sie aber richtig teuer. Das kann ich euch hier zeigen. Oder hier haben wir 56% verdienen wir an der. Am kompakten 32%. Beim Oberklasse ist es 50%. Und beim Luxusklasse 47%. Ja, das scheint... Ah, wegen den Felgen. Wir können aber ein anderes Beispiel nehmen. Zum Beispiel der SUV. 60%. 48%. 33%, 54%. Da ist tatsächlich der mittlere, steht da besser da als der Oberklasse. Ist noch interessant. Aber hier sind es halt 61%, 61.000 Gewinn von dem. Das macht es halt schon aus, sage ich ganz ehrlich. So machen wir halt dann schnell das Geld hier oben. So, und ich würde da auch wieder eine neue Kampagne starten. So. Damit es da auch weiter vorangeht. Und als nächstes müssen wir, glaube ich, wirklich hier noch eine Reihe anhängen. Weil da einfach die Ressourcen, die kommen da zu wenig schnell. Obwohl wir da so viele Importer bereits angehängt haben, reicht es nicht aus. Es reicht einfach nicht. So, und ich denke, es bringt auch nichts, den noch dazu zu nehmen. Es ist wirklich da ein Problem. Ja, das macht mich schon recht zufrieden, wenn ich das sehe. Das hat Anfang Folge noch anders ausgesehen. Also, das hat jetzt wirklich den Unterschied gemacht da. So, also dann lass uns doch da bei der Felgenmontage. Also, wir haben einerseits Felgen. Und wir haben Bremsen. Und wir haben einen Auspuff. Auspuff und, ja komm, Kühler nehme ich auch dazu. So. Gehen wir da eins runter, so. Zuerst upgraden. So, und da auch. Boah, da sind viele. Da kommt man trotzdem nachher auf 2 Minuten, natürlich. Ist natürlich verrückt. So, und dann schließen wir... Ah, das wollte ich nicht. Schließen
schließen wir die hier an. Da sind sie bereits angeschlossen. So. Mach ich den lieber wieder weg. Ist immer noch angeschlossen. Und dann können wir sagen, hier geht's rüber. So. Und jetzt müssen wir nur noch ein Mittel finden, das Ganze hier miteinander zu verbinden. Weil ihr seht ganz klar, dass die Seite da deutlich ausgelasteter ist als die andere. Also so wird es wahrscheinlich gehen, denn so wird die linke Seite hier auch sehr gut beansprucht und schön verteilt. Ja, dann löst sich hier der Knoten und dann müssen wir als nächstes hier unten den Knoten lösen. Ich würde aber sagen, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Oh, Alter. Da werde ich wohl in der Pause mal umstellen. Was ist denn hier alles? Seitenairbags. Und zwar überall, oder wie? Ja. Ich werde umstellen in der Pause. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.